Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Wir haben ja noch ein DLC vor uns, nämlich die Szene von Naros. Und das ist jetzt tatsächlich das, was ich als nächstes tun möchte. Nämlich dahin aufbrechen, wenn ich jetzt noch wüsste. Mal das noch als aktive... Wir haben es als aktive Quest. Okay. Wir haben natürlich hier noch diverse Dinge, die wir machen können, aber... ja. Ich sag mal, wir haben... jetzt bin ich durchgescrollt. Lustig. Ja, wir könnten noch die Gruppierungsgeschichte hier, die gelenkten Hände machen, aber da habe ich ja schon gesagt, ich möchte eigentlich nicht stehlen mit ihr. Oh. Nee. Wir machen jetzt nur noch die Zähne von Naros, definitiv. Ich guck mal gerade, das war irgendwo hier, genau, das war hier so ganz weit weg. Wo ist es denn? Vielleicht ist es am nächsten, wenn wir von da aus, ja. Es ist schon schön, dass wir überall die Schnellreise freigeschaltet haben und nicht alles wieder durchlaufen müssen, aber so. Wie kommen wir jetzt nochmal hier runter? Hier lang. Nee, hier auch nicht lang. Mal wie blöd. Ach, durch den Baumstumpf. Gott, ich habe das vollkommen vergessen. Das ist so lange her, dass ich hier zuletzt unterwegs war. Oh, die greifen uns tatsächlich an. Das ist interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass die uns in Ruhe lassen, weil... Die haben sogar noch was, was man mitnehmen kann. Gold zum Beispiel. Ja. Es war irgendwo hier so ein Typ, der irgendwo stand. Wenn ich mich recht erinnere. Genau da. Oh. Okay. Sehen die Ettin anders aus? Oder kommt mir das nur so vor? Gab's da irgendwie, hat da irgendein Update Dinge verändert? Oder sahen die Ettin immer so aus? Ich bin jetzt sehr irritiert. Irgendwie sahen die gerade schon nicht aus wie Ettin. Achso, wir hätten in... Das ist das... Aha, alles klar, wir hätten auch hierhin... Was ist denn? Was willst du denn? So. Dann sprechen wir doch mal mit dem guten Hellig Krotze. Ihr seid zurück? Die südlichen Länder warten nur auf jene, die mutig genug sind, sie zu erkunden. Ja, erzählt mir von eurer Expedition. Wir folgen dem Weg eines Allmein-Missionars, den man den irren Denrik nennt. Er hat von einer Stadt ganz aus Gold und Silber berichtet. Er sagte, sie schwebe über der Erde. Kaum zu glauben, nicht wahr? Nun, jedenfalls brauchen wir noch eine weitere Person, die uns hilft, dorthin zu gelangen. Und ich glaube, das solltet ihr sein. Ja, ich mache es. Dann müssen wir nur beginnen. Ich habe alles geplant und sämtliche Vorbereitungen für die Reise getroffen. Trefft euch in der südlichen Passage mit uns. Versuchen wir, eine möglichst große Strecke zu schaffen. Okay. Wo ist die südliche Passage? Sie führt durch die Höhle nahe dem Lager. Ich habe Gerüchte gehört, sie soll voller Artefakte sein, die noch nie jemand gesehen hat. Sonderbare Schnitzereien und gewaltige Steinarbeiten. Ich weiß nicht, wie gefährlich sie ist, aber ich rate davon ab, dort drin allzu sorglos zu sein. Wir sollten sie als Gruppe betreten. Okay, dann erzähl mir doch bitte noch mehr über Krach Kranwin. Das war, glaube ich, dieser verrückte... Es ist immer gut, auf einer Expedition wie dieser einen Magier dabei zu haben. Außer es ist Krach. Aber vielleicht fängt er sich ja noch. Okay.
Ah, das sind die anderen Expeditionsleute. Dann erzähl mir doch was über die Expedition. Ich bin bei einem meiner Abenteuer auf das Tagebuch eines almainischen Mönchs, des irren Denrik, gestoßen. Er behauptet, er habe einen Weg in die Länder südlich von Dalentart gefunden. Nachdem ich gelesen hatte, was er dort gefunden hat, Städte aus Gold, Brunnen aus Saphiren, entschied ich, dass ich dieses Land mit meinen eigenen Augen sehen will. Okay, ich glaube jetzt nicht, dass das wirklich alles so wortwörtlich zu nehmen ist, weil, ne? Aber gut. Erzähl mal was über dich. Ich bin jetzt schon seit fast 20 Jahren ein Söldner. Erst war ich mit den Kriegsgeweihten unterwegs, aber die Arbeit hat mich nicht ganz so stolz gemacht, wie sie es sich gewünscht hätten. Also bin ich allein losgezogen. Man kann ganz ordentlich daran verdienen, für die Sicherheit des einen oder anderen Hofes ein Schwert zu verkaufen. Nicht, dass ich es jetzt noch müsste. Okay, er ist reich, er macht das nur zum Spaß. Und dann sag mir was über Sveri Brond. Die haben wir ja gerade eben fast über den Haufen gerannt. Sveri ist ziemlich gerissen. Ja, okay. Sie hat zwar nur Augen für Gold, aber daran wird es auf dieser Unternehmung nicht mangeln. Und wenn es darum geht, sich in Ruinen zurechtzufinden, gibt es niemanden, dem ich mehr vertraue als ihr. Okay, sie ist die Schurkin. Er ist das schwere Gerät. Dann haben wir noch den Magier. Okay, dann erzähl mir noch was über die Zähne von Naros. Genau jetzt befinden wir uns in den Ausläufern der Zähne. Ach so. Sie sind jedoch nicht leicht zu erreichen. Es gibt nichts als gewaltige Felswände und nur wenige Pässe, die hindurchführen. Bleib dicht bei mir. Okay. Was ist denn? Ja, was ist wohl? Wir gehen da jetzt rein. Okay, das wird jetzt, denke ich... Oh. Die Zeit der Erlösung steht bevor. Es herrscht Wildheit in den Zähnen von Naros. Seit die Felsen noch jung waren. Seit der Wind nur ein Kind war. Und nun steht mein auserwähltes Volk vor dem Scheideweg. Dieses Land zu zählen oder ihm zu unterliegen. Einst dachte ich, niemand könne die Sterne dieser Welt verändern. Und doch gibt es nun einen, der es kann. So kommt, Schicksalslose, ich berufe euch. Das war ein bisschen laut. Ich hoffe, also ich werde das nicht leiser stellen können, fürchte ich, in der Aufnahme. Ich hoffe, es wird nicht zu schlimm. Okay, also offenbar weiß irgendetwas, dass wir kommen und dass wir schicksalslos sind. Ich frage mich ja, wer oder was das sein wird. Was? Wessen Tod steht fest? Meiner? Bestimmt nicht. Okay, Denriks Tagebuch. Fangen wir mal an. Tag 14. Haben kaum noch Vorräte und Wasser. Ich lecke jede noch so widerliche Flüssigkeit von den Steinen und ernähre mich von Flechten, die ich von den Felsen rupfe. Zunächst sind sie bitter, aber nach einiger Zeit schmecken sie, wie soll ich sagen, wie ein Lächeln und Blut und Schreie und Rauch und Dung. Ich glaube, ich gönne mir noch ein paar. Was ist das eigentlich für eine Höhle? Da hatte wohl jemand eine Schwäche auf Kohlenbecken und Säulen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich komme mir neben ihnen wie ein Kind vor. Haben hier einmal Riesen gelebt oder bin ich geschrumpft? Vielleicht hätte ich nicht so viele Flechten essen sollen. Okay. Dumm. Er freut sich drüber, dumm zu essen. Ich meine, vielleicht hat er ein bisschen viel von Isas Atem genascht. Ich habe keine Ahnung. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe ein bisschen zu viel Souls-Likes gespielt wieder. Ich will wieder mit LB und mit RT und RB angreifen. Ja, die Riesenspinnen sind jetzt nicht so das Problem. Ich frag mich ja jetzt gerade, welchen Level die Gegner haben. Geht weiter. Ob das ja, ganz so wenig XP gab es jetzt nicht, aber
Das war für alle Spinnen zusammengerechnet, ne? Okay. Was zur Hölle ist das für ein Ding? Das sieht aus. Okay. Das. Was ist das? Es sieht aus, als bestünde es aus Stein, aber dieser Fleck? Das ist Blut! Das Ding ist aus Fleisch! Ich werde nicht hierbleiben, um herauszufinden, was dieses Ding getötet hat. Dieser ganze verdammte Ort ist verflucht. Dieser verfluchte Feigling. Keine Ahnung, was Karso aus der Fassung gebracht hat. Das ist doch nur eine Statue, die irgendjemand umgestürzt und mit Blut beschmiert hat. Soll der Magier doch zu seiner Mutter rennen. Wir brauchen ihn nicht. Okay. Was war diese Leiche? Wir wissen nicht mal, ob es überhaupt eine Leiche war. Es könnte auch eine Statue gewesen sein, die irgendein Ettin mit Eingeweiden verziert hat. Oder etwas in der Art. Ich fasse es nicht. Okay. Seltsamer Leichnam. Obwohl dieser Leichnam wie Stein wirkt, stellt sich bei näherer Untersuchung heraus, dass er aus Fleisch und Blut besteht. Das Wesen scheint gewaltsam ums Leben gekommen zu sein und trägt Insignien von unbekannter Herkunft. Es erinnert mich ein bisschen an einen römischen Centurio. Vielleicht so eine Art Golem. Nur nicht aus Leben, sondern aus Stein und nicht so ganz nur Steinern. Möglich ist es. Moment, wartet. Mir gefällt nicht, wie dieser Gang dort vorne aussieht. Das ist Zveris Fachgebiet. Lasst sie hier die Führung übernehmen. Ich habe das Gefühl, wir werden einen nach dem anderen verlieren und am Ende dann entweder noch mit ihm alleine unterwegs sein oder ganz alleine. Jupp! Ich sag, wir werden einen nach dem anderen verlieren. Was soll das? Erst verwandelt sich der Magier in einen Feigling? Und dann stirbt Sveri ausgerechnet bei der Aufgabe, die sie am besten beherrschen sollte. Soll das alles ein Witz sein? Was kommt als nächstes? Eröffnet ihr mir, dass ihr in Wahrheit ein Kobold mit einer schlimmen Form der Krätze seid? Nein. Ich sollte bei meiner Zusammenstellung meiner Expeditionen eindeutig sorgfältiger sein. Ach, was soll's. Gehen wir einfach weiter. Von hier aus schaffen wir es auch allein. Was machen wir jetzt? Wir gehen weiter. Kach war vollkommen nutzlos. Und Sveri wird niemandem mehr helfen können. Es scheint, als wäre es von Anfang an auf uns beide hinausgelaufen. Jetzt müssen wir eben versuchen, zu zweit so gut wie möglich zurechtzukommen. Es wird nicht leicht werden. Aber ich hatte schon befürchtet, dass so etwas passieren könnte. Ah ja. Okay. Kommt. Wir müssen. Gut. Hat sie denn noch irgendwas? Nein. Na gut. Möglicherweise wird er auch noch drauf gehen, aber mal. Okay. Was sind das? Terixe. Terixe sind. Was zur Hölle waren das für Dinger? Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Ja, ich auch. Natürlich habe ich von den Gefahren in diesem südlichen Land gehört. Aber haben sich denn die Götter selbst gegen uns verschworen? Okay, das nehmen wir mal mit. Ich bin mal gespannt, ob hier noch irgendwas Interessantes an Loot kommt. Irgendwelche interessanten Sets. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird alles levelmäßig viel schlechter sein als das, was wir bisher haben und sowieso nicht an unsere selbstgemachten Sachen rankommen, wie alles andere auch. Okay. Auf jeden Fall ruckelt das Bild gerade. Oh nein! Wartet einen Moment. Eines dieser verfluchten Biester hat mich schlimmer erwischt, als ich dachte. Er stirbt als nächstes. Ich glaube, ich muss mich kurz ausruhen. Hört zu, ich werde hier auf euch warten. Kundschaftet ihr einen weiteren Weg aus und versucht, einen Lagerplatz für uns zu finden. Kommt ihr zurecht? Könnt ihr mal aufhören, so einen Wirbel um mich zu machen? Es bringt keinem von uns etwas, wenn ihr hier bleibt. Wir müssen einen Platz für ein Lager finden. Nehmt einen Heiltrank. Ich nehme ihn gerne.
Aber ich werde warten, bis ich ihn wirklich brauche. Es wäre doch eine Schande, das gute Zeug zu verschwenden. Oh Gott, ich habe ganz viele davon. Ach. Nimm doch, meine Und Herren. Jetzt geht. Ich muss mich ausruhen. Findet so viel heraus, wie ihr könnt, und kehrt dann zu mir zurück. Wieso habe ich das Gefühl, dass er tot sein wird? Ich komme zurecht. Ja, geht ja. Schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, er wird tot sein, wenn wir wiederkommen. Aber gut. Da ist nichts. Okay, das ist... nächstes Tagebuch. Tag 17. Ich sollte dem Etin dankbar sein, dass er mich in diese Höhle gejagt hat. Es ist recht geräumig hier drin. Allerdings bin ich nun schon so lange hier, dass ich nicht weiß, ob ich je wieder hier rausfinde. Ich bin diesen Lampenlichtern gefolgt. Sie würden mich gewiss nicht in die Irre führen, oder? Natürlich nicht. Mann, ist das dunkel hier. Stockdunkel, als hätte jemand alles mit Pech übergossen. Licht ist aber gut. Es wärmt mich und sagt mir, wohin ich gehen muss. Allerdings sieht mein linkes Bein übel aus. Immerhin lässt es sich recht gut nachziehen. Wer in aller Welt hat hier eine verdammte Klippe eingebaut? Hatte wohl zunächst keine Ahnung, wie die fertige Struktur aussehen würde. Arme Barbaren, wer sie auch waren. Mussten vermutlich auf Stühlen stehen, um hier irgendwas auszurichten. Okay. Wieso habe ich da so ein Déjà-vu? Hier ist eine Klippe. Ach, Moment, hier ist was. Gut, das ist jetzt nicht direkt ziehen, aber ja, gut. Mal schauen. Okay, dann meint er das vermutlich. Zumindest sieht es hier tatsächlich mal anders aus. Ui. Okay. Also, was ich sagen wollte, ist, zumindest sieht die Architektur jetzt tatsächlich mal anders aus. Das finde ich eigentlich ganz cool. Okay. Das ist jetzt nicht so... Upsi. Kannst du mal bitte aus dem Weg gehen? Meine Herren. Chakrams der Präzision. Gucken wir mal, wie die sind... Eigentlich ist das nicht besonders schwer, aber ich hatte gerade das Gefühl, ich hinge in der Grafik ein bisschen fest. So, wir gucken mal gerade. Chakrams der Präzision. 123 Schaden. Gut, sie sind nicht so gut wie unsere, aber sie sind jetzt auch nicht der totale Crap. Ne? Also... Ich nehme mal... Ach komm. Nehmen wir so einen. Reicht schon. Ganz so schwer ist das ja nicht. Okay, das ist... Riesenratten scheint es überall zu geben. Ich frage mich ja, ob wir noch den Level 37 erreichen. Oder ob das... Weil die EP doch recht... spärlich sind. Wir nehmen mal die Goldmünzen. Oh, wow. Das hat sich ja total gelohnt. Ein einfacher Heiltrank und eine Falle. Okay. Ah, hier ist noch so ein Ding. Ja, jetzt weiß ich, worauf ich achten muss. Ja, nee, klar. Das hat mein Vergotter-Begleiter, glaube ich, gerade ausgelöst. Ach so, ich muss hier lang, damit ich da zur Truhe kann. Neben der natürlich eine solche Falle ist. Ach Gott, ich muss hier runterspringen. Boah, das lohnt sich aber total, was hier so drin ist. Meine Herren, ich bin... super begeistert von diesem Loot.
Aber wie gesagt, ich finde die Optik mal ganz nett. Es ist natürlich das gleiche Spielprinzip. Aber... ist es nun nach Jahrhunderten geschehen. Oh. Die Chiffre ist in euren Händen, Berufene. Endlich kann mein Werk vollendet werden. Wer seid ihr? Eine, die gewartet und beobachtet hat. Seit Jahrzehnten, Jahrhunderten und Äonen. Und das alles nur für diesen einen Tag, an dem ihr vor mich treten würdet. Ich habe die Schicksale dieser Welt gelesen, nur um euch zu finden, Schicksalsbefreite. Lang und zahlreich waren eure bisherigen Prüfungen. Und doch gibt es noch eine weitere Herausforderung, der ihr euch stellen müsst. Meine. Das klang jetzt wie zwei verschiedene Stimmen, oder? Okay, dieses Treffen ist Schicksal? Ich wusste seit Anbeginn meines Werkes, dass seine Vollendung die Auflösung des Schicksals erfordern würde. Dies ist das Paradoxon des Glaubens. Das Gewebe des Schicksals lässt derartige Ereignisse nicht zu. Allein ein vom Schicksal befreites Wesen kann das Werk, das ich begann, vollenden. Und so wartete ich, verzweifelnd und hoffend. Und dann erschient ihr. Ich brauchte euresgleichen und ihr wurdet erschaffen, obwohl ich nichts damit zu tun hatte. In gewisser Weise betrachte ich genau dies als Schicksal. Okay, was soll ich für euch tun? Ihr müsst euren Weg durch das Gewebe des Schicksals fortsetzen und seine Auflösung weiterführen. Ich werde euch den Pfad zu den Zähnen von Naros öffnen. Sucht den Primus auf und eure Aufgabe wird sich euch zur rechten Zeit offenbaren. Und nun geht mit meinem Segen. Geht in meiner Absicht, denn ihr seid berufen. Was vorherbestimmt war, muss geändert werden. Okay. Aha. Mhm. Du hast den Auftrag einer geheimnisvollen Stimme angenommen, ein seltsames Artefakt in ein feindseliges Land zu bringen und den Willen der Stimme zu erfüllen, indem du den Verlauf des Schicksals änderst. Okay. Gut. Das heißt, ich lasse den... Wie hieß er? Genau. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. So unwichtig war er. Helkin? Kolossä Litanei. Okay, gucken wir mal rein, was das ist. Ah, das ist die Chiffre. Gott, ich muss, hätte noch Sachen mir in die... Ich hätte noch ganz viele Dinge ins, in die Kiste, in meine Dingenskiste tun können. Okay, eine alte Litanei der Kolossä, die einen besonderen Segen enthält. Aha, kann man aber nicht nutzen. Gut. Ah, jetzt ist mein Dienst wieder weg, weil er eine Katze ist. Okay. Gehen wir einfach mal weiter. In die Zähne von Naros. Finde ich schon irgendwie ganz interessant. Also, ich habe 36.300 Gold bekommen und 7.000 EP. Alles klar. Wow. Okay. Ja, ich schätze mal, ich kann den Dingens nicht mehr holen. Okay, das ist doch auch so. Die sehen doch aus wie die Leiche, die wir gefunden haben. Okay.
Wo? Erst steht eine Armee von Jotun vor unseren Toren und nun auch noch das. Ich kenne euch nicht, Winzling, aber ihr seid hier nicht willkommen. Dieses Gebiet steht noch immer unter der Kontrolle der Kolossai. Zumindest jetzt noch. Also nennt euer Begehr. Das sind die Kolossai, das sind die, deren... Ja, okay. Was seid ihr? Ich würde sagen, belebte Steine? Ihr stolpert in diese Lande, ohne zu wissen, wer über sie herrscht? Wir sind die Kolossai. Seit Jahren halten wir diese Lande, denn sie sind der heilige Boden unserer Götter. Wir sind Stein und Fleisch, Schwert und Glaube. Die erinnern mich an diese Steintypen am Anfang von in dem Cinematic zu Dragonflight so ein bisschen. Naja, aber ich glaube, die sind noch ein bisschen anders. Okay, ich hege keine bösen Absichten. Nichts in diesen Landen hegt gute Absichten. Ich kenne euch nicht. Warum sollte ich euch also Glauben schenken? Außerdem ist niemand mehr aus diesen Höhlen gekommen, seit sie verschlossen wurden. Abgesehen von euch. Wie seid ihr hierher gelangt? Was die Höhlen angeht, ein sonderbares Wesen lud mich ein. Eine sonderbare Wesenheit? Welch eigenartiges Rätsel, doch seine Lösung wird warten müssen. Wie es scheint, haben die Jotun ihre Kräfte gesammelt. Wappnet euch! Okay, Jotun gibt es hier auch. Ich hasse Jotun. Ziemlich widerstanden. Also ich glaube, die Gegner sind schon eher so hier so auf dem Level, den wir jetzt auch haben, würde ich mal sagen. Also mit Level 10 hätte ich das ziemlich krass gefunden. Gut gekämpft, kleine Freundin. Eure Arme besitzen eine Stärke, die ihren Umfang Lügen straft. Vielleicht seid ihr nicht der Eindringling, für den ich euch gehalten hatte. Ihr behauptet, geschickt worden zu sein. Aber zu welchem Zweck? Ich muss den Primos aufsuchen. Welch sonderbare Macht hat euch hierher geführt? Ihr sprecht über den gesegneten König meines Volkes. Und dieses Artefakt, das ihr tragt, könnte es tatsächlich die Chiffre sein? Leider ist eure Mission bereits in zweierlei Hinsicht zum Scheitern verurteilt. Der Primos ist ein Eremit. Und was noch schwerer wiegt, ist die Horde der Jotun. Solange sie mein Volk bedrohen, ist Idylla abgeschottet. Erzählt mir von Idylla. Sie ist die Stadt, die ihr dort oben am Himmel seht. Ah, okay. Hoch über diesem Land voller Wilder und Gefahren. Sie ist die gewaltigste Errungenschaft meines Volkes. Und sein größter Fehlschlag. Aber ich kann einer Fremden nicht noch mehr darüber erzählen. Bitte verzeiht. Schon wieder eine andere Stimme. Okay, was ist die Chiffre? Ein Relikt von großer Bedeutung für jene meines Volkes, die den Glauben in sich tragen. Ich dachte, sie sei nur ein Mythos, aber... Die Weisen meines Volkes sagen, diejenige, die die Chiffre trägt, würde von den Göttern geliebt. Sie ist ebenso ein Segen wie ein Fluch. Die wechseln immer ihre Stimmen ab. Kann ich zum Primos, wenn ich helfe? Die Jotun werden von Karunk angeführt. Einem Kriegsherrn, der von seinem baufälligen Turm aus über seine Horde herrscht. Einer meiner Kundschafter, Rem, beobachtet sie im Moment. Er kann euch einen Rat geben, wie ihr den Kriegsherrn am besten bekämpft. Anschließend, falls es euch gelingt, Karunk zu töten, werde ich euch persönlich zum Primos bringen. Okay, wie halte ich die Jotun auf? Der schnellste Weg, dieser Bedrohung ein Ende zu machen, wäre der Tod ihres Kriegshäuptlings Karunk. Wenn er tot ist, können wir die anderen unter Kontrolle bringen. Okay. Das sollte sich ihr machen lassen. Ihr seid zurück? Hä? Ich nehme an, ihr musstet erkennen, dass euer Vorhaben, das Jotun-Problem zu lösen, doch ein wenig schwieriger ist als erwartet. Ich war noch gar nicht da. Benachrichtigt unsere Leute in der Stadt.
Sie müssen über die Jotun in Kenntnis gesetzt werden. Und über diesen... Also zwischendurch ist der Ton etwas seltsam in diesem, in dieser Erweiterung, muss ich sagen. Ach, hier ist ein Alchemielabor. Okay. Okay, wir haben nicht genug Zutaten. Ganz eindeutig. Ich könnte natürlich ein Prismere Dietrich benutzen, aber das widerstrebt mir immer so. Okay, wir nehmen mal diese Furchtschuppenkapuze mit. Auch wenn die natürlich nicht so gut sein kann wie unsere. Nein. Okay. Furchtschuppenhandschuhe haben wir. Wir brauchen immer noch Füße. Füße. So, ach, die könnten wir mal zerlegen. Das können wir auch zerlegen. Können wir auch zerlegen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnen würde, jetzt noch neue Sachen zu schmieden, muss ich sagen. Also, wenn wir jetzt nochmal Furchtschuppen Stiefel kriegen würden, also die Rohlinge dafür, dann würde ich das machen. Aber den Rest der Ausrüstung werde ich jetzt nicht mehr umschmieden oder ändern. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Das brauchen wir auch nicht. Okay, also da oben ist die Stadt, in die wir rein müssen. Ich hatte ja gehofft, es gäbe hier mehr neue Monster, aber... trotz allem nur mehr vom Gleichen, was diese Standardgegner betrifft. Wir hatten ja auch schon so eine Elfe gesehen. Ich meine, schön ist das hier. Hat was. Ja, ich glaube, dann mache ich hier mal einen Cut. Das ist eine ganz gute Stelle. Hier werden wir gerade nicht angegriffen. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie mit dem Typen sprechen, der uns einen Tipp geben kann, wie wir den Kriegshäuptling platt machen können. Also den Kriegshäuptling der Jotun. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.